Einen herzlichen guten Morgen an alle. Morgen. Wir befinden uns heute in unserem ersten Thementalk zur Corona-Situation. Wir haben die letzten 14 Tage unsere Leistungen als BVMW umgestellt auf virtuelle und digitale Begegnungen. Insbesondere in erster Linie möchten wir unseren Mitgliedern und auch interessierten Unternehmern helfen, die Situation zu bewältigen. Da ist ein ganz wichtiges Thema die Liquiditätssicherung, aber auch die Sicherung des Unternehmens, der Belegschaft. Und ein wichtiges Instrument dabei ist das Kurzarbeitergeld. Sinn dieses Workshops heute ist, dass die, die noch nie Kurzarbeit beantragt haben, wissen, wie das geht, was sie dabei beachten müssen. Und zweitens werden sich einige Dinge ein bisschen ändern. Und da kriegen wir praktisch aktuelle Infos und sind up to date. Und damit das auch richtig gut läuft, aus erster Hand, haben wir zwei Experten dabei. Zum einen den Herrn Klaus Pawlowski, Leiter der Arbeitsagentur in Heidelberg, und aus seinem Stab die Frau Bender, die operative Dienste leitet. So, und dann haben wir uns vorgestellt, das in drei Stufen zu machen. Zum einen eine allgemeine Einführung von Herrn Pawlowski und Frau Bender. Dann werden wir im zweiten Schritt einige Fragen vertiefen, eine moderierte Runde haben. Und im dritten Teil werden Fragen der Teilnehmer beantwortet. Einige hatten uns im Vorfeld auch schon Fragen zukommen lassen. Die beantworten wir zuerst. Und damit gebe ich auch schon das Wort an Herrn Pawlowski. Hallo Herr Stumpf, hallo liebe Talk-Teilnehmer. Also bei uns ist das auch Neuland, alles virtuell zu machen, aber seit einer Woche können wir das, glaube ich, ganz gut. Ganz kurz, Herr Stumpf, ein Hinweis. Frau Bender arbeitet nicht bei mir im Stab. Frau Bender ist eigenständige Geschäftsführerin eines operativen Services. Wollte ich nur zur Kenntnis geben. Und ist absolute Expertin im Kurzarbeitergeld. Darum haben wir sie mit dazugenommen, weil meine Vorstellung ist, denn wenn Arbeitgeber sich in diesen Krisenzeiten einmal Zeit nehmen, sich mit so einem Thema zu befassen, dann wollen Sie sicherlich nicht nur allgemeine geschäftspolitische Hinweise, sondern ganz genaue und detaillierte rechtliche Aussagen. Und die kann alle Frau Bender toll beantworten, viel, viel besser als ich, weil sie macht nichts anderes, in Anführungszeichen, als Leistungen zu bewilligen. Und das soll nicht despektierlich klingen, sondern sehr, 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 sehr wertschätzend, weil was deren Truppe in den letzten Tagen und Wochen hier geleistet wird, ist schon fast unvorstellbar. Herr Stumpf, vielleicht ganz kurz ein kleiner Überblick. Sie können sich vorstellen, dass wir seitens der Bundesagentur für Arbeit und dann vertreten hier in Heidelberg, der Agentur für Arbeit Heidelberg, vor einer Situation stehen, die wir uns auch so nie hätten vorstellen können. Also es ist so, dass wir keinen Publikumsverkehr mehr im Haus haben, aus Sicherheitsgründen, aber das haben wir schon gemacht, bevor die allgemeine Kontaktsperre ausgesprochen wurde. Das heißt, wir erledigen alle Kundenanliegen derzeit online und telefonisch. Was uns da hilft, ist, dass wir in Anführungszeichen eine Arbeitsverwaltung sind, die schon sehr frühzeitig sehr, sehr moderne Wege gegangen ist. Also wir haben alle Mitarbeiter online vernetzt. Wir verfügen über eine sogenannte elektronische Akte. Das werden Sie fast nirgends in diesem Umfang finden. Das heißt schlichtweg, wir sind in der Lage, mit unseren Kundinnen und Kunden sowohl online wie auch telefonisch jederzeit Kontakt aufzunehmen. Was uns auch möglich ist, es ist auch etwas, was wir über viele Jahre bei uns entwickelt haben, ist, dass wir wie andere Unternehmen in dieser Zeit in der Lage sind, einen Großteil unserer Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen, und zwar in der Qualität, dass die Kundinnen und Kunden gar nicht merken, ob der Mitarbeiter am Schreibtisch sitzt oder zu Hause. Das hat manchmal aktuell ein wenig Netzprobleme mit sich gebracht, aber wir kriegen das zunehmend in den Griff.
Das heißt, wir sind aktuell für unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag von 8 bis 20 Uhr verfügbar, haben unseren Arbeitszeitrahmen bis 22 Uhr geöffnet und haben jetzt auch mit dem Personalrat beschlossen, dass wir samstags arbeiten. Also wir können sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer mehr oder weniger, ja, doch schon in einer großen Zeitspanne jede Frage beantworten und lassen keinen unserer Kunden im Regen stehen. Wir haben eine Arbeitgeber-Hotline, wir haben eine Arbeitnehmer-Hotline, um das ein wenig aufzusplitten. In der Arbeitgeber-Hotline kann ich Ihnen sagen, gibt es so am Tag um die 400 Anrufe, wo man uns insbesondere Fragen zum Kurzarbeitergeld stellt. Der Hinweis an die Kundinnen und Kunden, Arbeitgeber, die uns da ansprechen, ist, dass wir einfache Auskünfte geben. Wie macht man denn die Anzeige fertig? Wie stellt man den Antrag? Und wie läuft es? Und erklären dann auch, wie man online die Anträge stellen kann. Das ist nicht ganz einfach, aber ich sage jetzt mal, die größeren Firmen kriegen das ganz gut hin. Und den kleineren Firmen sagen wir, füllen Sie den Antrag einfach mit der Hand aus und schmeißen Sie uns bei uns in den Briefkasten, dann wird er genauso bearbeitet wie alles andere auch. Das heißt, wir haben alle Kanäle offen, von persönlich abgeben an der Eingangstür bis Briefkasten, online, telefonisch, alles ist möglich, damit die Kunden, Arbeitgeber sehr schnell ihren Antrag abgeben können. Und dann, wenn das bei uns in Anführungszeichen eingegangen ist, dann übergeben wir das an den ganzen Bereich von Frau Bender. Vielleicht mal so Größeordnung, dass Sie das für sich ein bisschen in der Dimension einordnen können. Frau Bender hat so in diesem Bereich Kurzarbeitergeld, so über den Daumen 20 Mitarbeiter. Und wir pumpen diesen Bereich jetzt auf mit allem, was uns zur Verfügung steht, und werden nächste Woche Frau Bender 200 Mitarbeiter zur Seite stellen, die nichts anderes machen, als ihre Anträge bearbeiten, damit es sehr zügig geht. Aber in diesem Kontext, ich glaube, das darf erlaubt sein, bitte ich natürlich um Verständnis, wenn das nicht am selben Tag funktioniert oder in zwei Tagen. Manchmal braucht es auch ein wenig mehr Zeit. Aber mit diesem Personalaufwuchs, den wir jetzt hier stemmen, glaube ich, dass Frau Bender in der Lage sein wird, relativ zügig die Anträge zu bearbeiten, damit unsere Kundinnen und Kunden nicht in die Situation geraten, finanziell hier in Schwierigkeiten zu geraten. Parallel dazu möchte ich die Chance nutzen, obwohl es nicht unsere Baustelle ist, aber wir versuchen, unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen, haben wir Anfang der Woche ein Agreement mit beiden Handeln, mit der IHK und der HWK getroffen für Mannheim und Rhein-Neckar. Die werden ab gestern, wir haben es jetzt noch nicht überprüft, aber wir gehen davon aus, dass das funktioniert. Seit gestern haben die auf ihren Homepages Anleitungen, wie man relativ einfach und unbürokratisch zu den Liquiditätshilfen kommt. Das müssen Sie voneinander trennen. Das eine ist Liquiditätshilfen. Das ist das, was durch die Presse ging mit 5.000 Euro für Kleinbetriebe, 10.000 Euro für bis 10 Mitarbeiter, 15.000 Euro bis 50 Mitarbeiter. Diese Leistungen werden über die Kammern generiert, was das Landesmodell, das Landesprogramm betrifft, und über die L-Bank ausbezahlt. Wir machen Kurzarbeitergeld, das schließt sich aber nicht aus. Man kann beides beantragen. Ansonsten ist es so, ja, die Herausforderungen sind gigantisch. Das, was wir aktuell jetzt gerade auf dem Tisch haben, haben wir so noch nie gehabt. Das stellt auch mit Sicherheit die Finanzkrise 2008, 2009, und zwar bei weitem in den Schatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also für Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis kann ich sagen, ja, bin ich guter Dinge, dass wir das bewältigen. Das jetzt mal so als Input. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Also vielen Dank dazu erstmal. Gibt es dazu Fragen aus dem Plenum? Dann einfach sprechen. Okay, ich glaube, es gibt im Moment keine Fragen. Deswegen gehen wir direkt zu Ihnen, Frau Bender. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Gerne. Ja, vielen Dank auch an Sie, dass ich die Gelegenheit habe, hier Fragen zu beantworten, denn mir ist ja die Situation von Ihnen durchaus bewusst, dass Sie jetzt Sorgen und Nöte haben. Das wissen wir, und dass Sie sich Gedanken machen, wie das alles funktionieren wird. Herr Pawlowski hat schon gesagt, wir stellen uns gerade massiv personell auf, um dieser Herausforderung zu begegnen. Die ganze Woche werden Kollegen geschult. Die Schulungen sind größtenteils schon abgeschlossen. Die Kollegen fangen an zu arbeiten, sodass wir uns wirklich sehr stark aufstellen, das Ganze zu bewältigen. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen. Am Anfang wird es noch etwas ruckeln, aber wir werden uns sehr schnell finden und werden das auch schaffen.
Vielleicht steigen wir mal ein, weil das auch manche wissen möchten. Was ist denn der Unterschied zwischen der Anzeige von Kurzarbeit und der Beantragung von Kurzarbeitergeld und warum ist das wichtig? Ja, das ist so ein bisschen irreführend. Im Grunde ist es ein zweistufiges Verfahren und zunächst zeigen Sie im ersten Schritt die Kurzarbeit an. Das ist mit einem Vordruck realisierbar. Ich habe den dabei, der ist auch gar nicht so schwierig. Das sind zwei Seiten. Im Grunde geht es im ersten Schritt darum, dass Sie erstmal die Kurzarbeit anzeigen. Und dann, wenn Sie die Kurzarbeit anzeigen, ist das sozusagen die Erstantragstellung auf Kurzarbeit. Und wenn die Anzeige bei uns eingegangen ist, dann haben Sie damit den ersten Schritt, den ersten wichtigen Schritt auch schon getan. Mit der Anzeige über Arbeitsausfall teilen Sie uns sozusagen mit, dass Sie Kurzarbeit einführen. Da sind ein paar Fragen gestellt dazu. Und wenn Sie das beantworten, können Sie das auf jedem Weg online. Sie können es auch per Post übermitteln, per E-Mail oder uns in den Briefkasten werfen. Dann haben Sie den ersten Schritt getan. Wichtig hierbei ist zu wissen, wir haben ja jetzt die erleichterten Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld seit dem 1.3. Und es empfiehlt sich für die Betriebe, die ja jetzt auch schon in Kurzarbeit sind, uns das bis 31.3. zukommen zu lassen. Denn dann können Sie die Kurzarbeit auch schon für den März abrechnen. Und da kommen wir zu Punkt 2 des Stufenverfahrens. Das zweite ist sozusagen die Antragstellung. Vielleicht kann man das besser beschreiben mit, das ist die Abrechnung. Also mit der Anzeige stellen Sie sozusagen den Erstantrag, dass Sie die Kurzarbeit bewilligt bekommen. Darüber bekommen Sie dann von uns auch einen Bescheid, dass die Voraussetzungen vorliegen. Und in dem zweiten Schritt rechnen Sie mit uns ab. Das Abrechnungsverfahren ist dann wieder ein Vordruck und damit teilen Sie uns mit, wer hat sozusagen kurz gearbeitet, wie viel, in welchem Umfang. Und es ist so geregelt, dass das Kurzarbeitergeld nachträglich abgerechnet wird. Das heißt, dass die Arbeitgeber erstmal in Vorleistung sind mit der Lohnabrechnung, berechnen sie auch das Kurzarbeitergeld, rechnen es ab und stellen uns dann sozusagen die Rechnung und wir erstatten ihnen das. Vielleicht als Tipp, die meisten arbeiten ja schon mit einem Steuerberater zusammen. Die Steuerberater haben Programme. Und denen liegt in der Regel auch diese Antragsformulare liegen Ihnen vor. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Steuerberater Kontakt haben, dann kann er Ihnen das anzeigen, er kann Ihnen Ihnen sozusagen die Anträge ausfüllen und Sie unterschreiben das und dann reicht er das bei uns ein. Die meisten Steuerberater haben da schon viel Erfahrung. Und das wird Ihnen das nochmal deutlich erleichtern, wenn Sie da schon zusammenarbeiten. Gut, das ist schon mal wichtig. Welche Voraussetzungen müssen denn überhaupt erfüllt werden, dass es Sinn macht, Kurzarbeitergeld anzuzeigen? Herr Stumpf, ich habe vielleicht noch einen Hinweis, der mir wirklich wichtig ist. Wenn Sie das mit Steuerberatern oder mit Lohnbüros machen, bitte achten Sie darauf, dass das noch jetzt passiert für den März. Da haben Sie noch eine Woche Zeit. Nicht, dass man haben wir auch schon gehabt, ich habe mit meinem Steuerberatungsbüro gesprochen, habe das denen gesagt, aber die haben das zu spät abgesandt. Dann rückwirkend geht doch gar nichts mehr. Also zumindest die Anzeige sollte jetzt eingehen. Die muss eingehen. Und Abrechnung können Sie es ab April. Also der Hinweis an die Mitglieder, das ist übrigens auch der Grund, warum wir das heute machen. Ja. Wir haben das ein bisschen vorgezogen. Auch dann nochmal herzlichen Dank. Die Idee kam vor 3 Tagen, dass wir das heute machen. Das ist genau der Grund, wer jetzt im März noch beantragt. Und das ist mir wichtig, das haben Sie erläutert. Das muss nicht abgerechnet werden, sondern beantragt. Dann geht das noch für März. Und das ist für viele dann richtig Cash. Dann nochmal zu meiner Frage, die Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen gibt es? Na, wesentlich ist ja der Arbeitsausfall. Also es geht bei einem Kurzarbeitergeld auch nicht um die wirtschaftliche Betrachtung, ob Sie eine Umsatzeinbuße etc. haben, sondern es geht vor allem bei der Kurzarbeit um den tatsächlichen Arbeitsausfall. Und seit dem 1.3. ist es so, dass es da reicht, wenn mindestens 10% der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 10% haben. Vorher war das ja 1/3. Das hatte die Regierung ja ohnehin beschlossen. Jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind diese 10% natürlich leicht erfüllt, weil ja viele Betriebe ganz geschlossen haben oder die Arbeit ganz deutlich runtergefahren haben, sodass dieses erste große Kriterium ja auch leicht erfüllt ist. 10% in Bezug auf alle Mitarbeiter. Es kann auf alle Mitarbeiter sein. Das kommt darauf an, ob Sie den ganzen Betrieb
in die Kurzarbeit schicken. Es kann aber auch mit einer einzelnen Betriebsabteilung sein. Es kann ja zum Beispiel sein, dass Sie eine Abteilung haben, Verwaltung, und die arbeitet normal weiter, weil es dort noch Arbeiten gibt, Abrechnungen, die noch zu tätigen sind und so weiter. Und Sie haben vielleicht eine Produktion, die jetzt aber infolge von Corona deutlich eingeschränkt arbeitet, dann können Sie das Kurzarbeitergeld auch für eine Betriebsabteilung beantragen. Herr Stumpf, vielleicht ein Beispiel. Wir haben aktuell Autohäuser. Der Verkauf von Autos ist geschlossen. Die Werkstätten haben aber ganz normal offen. Und dann wäre das genauso ein Beispiel. Die Werkstatt läuft ganz normal weiter, vielleicht zu 100%, weil die Aufträge haben zum Reparieren von Fahrzeugen. Aber der Verkauf funktioniert nicht mehr. Dann wird halt eben festgestellt, wie viele Leute sind im Verkauf beschäftigt. Davon 10%, aber in der Regel, wenn es eine Schließung ist, werden alle Verkäufer des Autohauses nicht mehr arbeiten können. Die müssen dann eben der Kurzarbeit angeben. Jetzt haben wir die Situation, dass manche Unternehmer noch nicht so ganz genau wissen, wie sie das machen. Da verändern sich ja auch täglich, manchmal stündlich die Situation. Ja. Und dann ist es ja auch so, ich kann ja jemanden auch nur zeitweise in Kurzarbeit schicken. Ja, wie sehr muss ich das in meiner Anzeige schon berücksichtigen, oder kann ich das erstmal noch ein bisschen allgemein formulieren? Also in der Anzeige sollte einfach die Entscheidung, die unternehmerische Entscheidung sollte hervorgehen. Das heißt, wenn Sie sagen, der Verkauf wird um ein Drittel reduziert, also dann geben Sie das an, was Sie planen. Das ist lediglich erstmal eine Planung, und wenn Sie dann abrechnen, dann teilen Sie ganz konkret mit, wer hat wie viel gearbeitet und wie viel eben auch nicht. Und Sie haben auch als Unternehmen weiterhin natürlich die Möglichkeit, über die Lage und Verteilung der Arbeit der einzelnen Mitarbeiter weiter zu bestimmen. Wichtig ist, dass Sie uns das dann, wenn Sie es beantragen, darlegen in der Abrechnung. Da reicht aber auch eine ganz einfache Form. Also da würde es selbst handgeschrieben auf einem Blatt Papier reichen, dass Sie sagen, wer hat wie viele Stunden gearbeitet und wie viele Stunden Arbeitsausfall war da. Aber die unternehmerische Entscheidung bleibt davon völlig unberührt. Bei der Anzeige teilen Sie aber letzten Endes ja mit, wie Sie betroffen sind. Und Sie müssen ja darlegen, dass Sie tatsächlich über diese 10% Arbeitsausfall rüberkommen. Das müssen Sie natürlich schon begründen in der Anzeige. Okay, dazu haben wir eine Frage von Herrn Börsch. Wie sieht es aus, wenn die Mitarbeitenden auf einzelnen Aufträgen arbeiten? Unsere Projektmanager sind nicht von Projekt zu Projekt austauschbar. Dann kommt es individuell darauf an, wenn nicht alle, es können natürlich auch während der Phase, also wenn Sie als Unternehmen Kurzarbeit beantragen, kann es eben auch Bereiche geben, die ganz normal weiterarbeiten. Das ist wie das Beispiel, was Herr Pawlowski genannt hat. Es kann sein, dass ein Projektarbeiter weiterarbeitet, und es kann aber sein, dass andere Zweige in der Firma kurzarbeiten. Das ist dann, am Ende kommt es darauf an, dass Sie über diese 10% kommen. Ich muss mich entschuldigen, das war eine Frage von der Frau Dr. Börsch. Ist die damit beantwortet? Frau Börsch? Sie müssen Ihr Mikrofon freischalten. Aber die Frage scheint beantwortet zu sein. Dann nehmen wir doch die nächste Frage, die dazu passt. Bekomme ich auf die Anzeige eine kurzfristige Antwort, ob der vorliegende Grund, die Argumentation, die Voraussetzungen erfüllt? Fragt Herr Fuhlrott. Wenn wir die Anzeigen vorliegen haben, und Sie können sich vorstellen, wir haben schon sehr viele Anzeigen vorliegen. Wir setzen im Moment alles daran, dass Sie schnellstmöglich einen Bewilligungsbescheid bekommen. Das heißt, Sie kriegen keine Zwischennachricht, sondern wir werden uns, wenn etwas fehlt, wenn etwas unstimmig ist, mit Ihnen natürlich in Verbindung setzen und nachfragen. Wahrscheinlich wird das telefonisch erfolgen. Und dann werden Sie von uns schnellstmöglich eine Bewilligung bekommen. Natürlich kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie lange das dauert. Das wäre völlig unseriös. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie haben auf jeden Fall innerhalb einer Woche den Bewilligungsbescheid, ich kann noch nicht ganz abschätzen, was die nächsten Tage noch passiert. Denn so wie Sie jetzt auch, selbstverständlich in den letzten Tagen des März noch überlegen, Kurzarbeiteranzeige zu stellen, werden das noch sehr viele tun. Das heißt, dass sich die Zahl der Anzeigen, die bisher vorliegen, noch mal deutlich erhöhen wird.
Wir werden Herr Stumpf, auch sagen, dass es schnell geht. Wir werden da, also unter normalen Umständen müsste ich Ihnen sagen, das dauert mal 10 Wochen, bis wir das alles abgearbeitet hätten. Das wird natürlich nicht so sein. Wir werden das so schnell wie möglich machen. Und danach können Sie können auch, wenn die Bewilligung noch nicht vorliegt, Sie aber Anfang April schon abrechnen wollen, dann tun Sie das bitte, auch wenn Sie die Bewilligung noch nicht haben. Sie rechnen dann so ab, als wäre das Kurzarbeitergeld schon bewilligt. Wir werden das nachträglich bewilligen und können dann auch abrechnen. Und wenn es wirklich zu schlimmen Liquiditätsengpässen kommt, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung, dass wir prüfen, ob wir eine Abschlagszahlung gewähren können. Das ist ein interessanter Aspekt. Die Frau Börsch hat noch eine Frage. Genau, Herr Stumpf, ich musste erst schauen, wo ich das Mikro anstelle. Dagmar Börsch aus Ludwigshafen, Project Solutions. Ich bin diejenige, die die Projektmanager hat. Und bei uns ist es so, dass die Projektmanager auf bestimmten Projekten arbeiten. Das kann auch bei einem Kunden sein, dass da auch 3 Leute eingesetzt sind, aber auf verschiedenen Projekten. Jetzt ist es so, dass die ein enormes Wissen in diesem Projekt haben. Es sind Entwicklungsprojekte zum Beispiel in der Medizintechnik. Das kann man nicht beliebig austauschen. Trotzdem ist das sozusagen ein Bereich, der bei einem Kunden eingesetzt ist, wenn Sie so wollen. Trotzdem kann es sein, dass der Kunde priorisiert und sagt so, und der Gerrit, der geht jetzt nach Hause und die Sabine, die bleibt. Was mache ich denn da? Letzten Endes ist das auch hier die Frage, man sieht Ihren Betrieb als Ganzes und wenn von Ihnen eine Anzahl von Mitarbeitern weniger arbeitet, die stärker als 10% ist, können Sie es beantragen und wenn sich dann, also können Sie erstmal die Anzeige stellen und dann im Antrag, wenn Sie nachher abrechnen, dann rechnen Sie ganz genau so ab, wie jeder gearbeitet hat und dann haben einige deutlich weniger gearbeitet, weil das Projekt nicht so abgefragt wurde und einige haben vielleicht ganz normal gearbeitet und haben weniger Kurzarbeitergeldanspruch. Sie werden es, so wie ich das verstehe, können Sie nicht so sagen, ja, es wird im März so sein, dass die alle immer 5 Stunden weniger gearbeitet haben. Das muss auch nicht so sein. Es wird so sein, wenn die insgesamt 10% weniger arbeiten, haben sie als Betrieb die Voraussetzung erfüllt und dann hat aber ein Mitarbeiter 10 Stunden weniger gearbeitet, der andere 50 Stunden weniger und vielleicht einer auch ganz normal gearbeitet. Okay, das beruhigt mich schon mal. Frau Dr. Börsch, vielleicht zur Erklärung, das gilt aber für alle. Sie müssen immer sehen, was diese Betriebseinheit ist. Es geht nicht um das Projekt, sondern es geht, ich sage mal, wir haben jetzt 10 Projektmanager. Wenn davon ein Projektmanager nicht voll arbeitet, dann sind die doch schon berechtigt. Also es geht nicht darum, ein Projekt als solches zu betrachten, sondern Ihr Betrieb wird betrachtet. Also ich muss dann, ich frage da nochmal nach, also ich muss dann nicht sozusagen alle, wenn einer jetzt 100% ausfällt, muss ich nicht über alle hinweg so nach dem Gießkannenprinzip alle 10% beiziehen. Wenn Ihr Betrieb betrachtet, die Firma, da haben wir diese auch, ist jetzt extrem, ja, für den Sie eine Betriebsnummer haben, die sogenannte Betriebsstätte, und da haben Sie 10 Projektarbeiter und einer davon fällt komplett aus, weil dem sein Projekt aufgrund von Corona eben nicht mehr stattfindet oder man halt eben dann nicht mehr holt oder abruft, dann hätten Sie 10% Ihrer Belegschaft, die jetzt halt durch diesen Arbeitsausfall betroffen ist. Da geht es nicht um das Projekt an sich, wo die arbeiten, sondern Ihre Firma, die wird betrachtet. Sie haben 10 Mitarbeiter, wenn einer davon ausfällt und das zu 100% oder zu 50%, dann würden wir prüfen, inwieweit es halt kurz weitergeht. Ich habe in dem Zusammenhang kurz eine Frage. Sie hatten die Betriebsnummer erwähnt. Wenn ich die noch nicht habe, kann ich den Antrag auch erstmal ohne stellen? Oder wie komme ich die? Ich habe da jetzt schon verschiedentlich gehört, dass das ein bisschen kompliziert ist und manchmal dauert. Wenn Sie sie irgendwo haben, davon gehe ich aus, wäre es denn eine große Hilfe, wenn Sie sie besorgen, weil es würde sonst für uns den Bearbeitungsprozess natürlich nochmal verlängern, weil wir uns dann, also wir brauchen die Betriebsnummer dann für die Bewilligung und wenn sie nicht vorliegt, müssten wir auch nachforschen, wo sie ist. In der Regel müsste aber Ihr Betrieb eine Betriebsnummer haben. Also Herr Stumpf, ich möchte jetzt nicht
ja, in die Zukunft fliegen, beziehungsweise irgendwie weissagen. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Die Betriebsnummer, die kriegt ein Betrieb, wenn er gründet. Dann kriegt er die Betriebsnummer. Das ist etwas, was ihn praktisch als Kennzeichen gilt. Was wir immer wieder als Thema, gerade in den letzten Tagen haben, ist die Stammnummer. Ja. Okay, ich glaube... Die Stammnummer, die werden jetzt ganz massiv von Steuerbüros verlangt, weil die jetzt in der Lohnabrechnung sind und brauchen diese Stammnummer, um ihr System zu füttern. Für die Stammnummer können wir sagen, da gibt es eine Vereinfachung, weil die vielleicht manchmal noch nicht zugewiesen ist, können Sie da die Dienststellennummer der Agentur jeweils nehmen und 5-mal die Null, glaube ich. Genau. Also Sie können, genau, die Dienststellennummer von Heidelberg ist? 624. 624 und die übrigen Felder füllen Sie mit einer Null aus und dann können wir das zuordnen. Das ist, wenn Sie das, das Problem ergibt sich nur dann, wenn Sie online den Antrag stellen, dann wird von Ihnen verlangt, dass Sie die ganze Anzeige vollständig ausfüllen, sonst können Sie es nicht abschließen. Und wenn es daran scheitert, dass Sie die Stammnummer nur nicht haben, dann geben Sie einfach die Dienststellennummer ein und den Rest mit Nullen und dann können Sie abschließen online. Genau, ich meinte die Stammnummer. Ja, bei mir kommt es immer darauf an, nicht was ich sage, sondern was ich meine. Ich habe es mir gedacht. Meine Mitarbeiter können damit umgehen. In der Öffentlichkeit habe ich da manchmal Schwierigkeiten. Aber das Problem ist gerade gestern aufgepuppt bei vielen Firmen, weil die jetzt gerade im Lohnabrechnungsmodus sind. Und darum war uns das jetzt auch sehr geläufig. Aber das ist nicht so schlimm. Damit kommen wir gut klar. Prima. Dann haben wir eine Frage vom Herrn Scheurer. Wie berechne ich Kurzarbeitergeld bei Kurzarbeit von nur 25% und wenn ich im April sogar 100% Kurzarbeit habe, obwohl Kurzarbeit von 25% angezeigt, ist das okay? Die Frage ist fast ein bisschen schon beantwortet. Wenn ich jetzt Antrag stelle und sage, ich bin betroffen und im April ist es höher, dann rechne ich erst im April ab. Ja, Sie rechnen ja immer monatlich nachträglich ab. Das heißt, wenn Sie jetzt die Anzeige gestellt haben und haben im März aber schon kurz gearbeitet, dann wissen Sie ja, wer wie viel betroffen ist. Der eine 25%, der andere 100%. Und wenn Sie dann im April die Rechnung einreichen, dann haben Sie das ja schon für die Vergangenheit, wissen Sie, wie jeder gearbeitet hat. Und genauso rechnen Sie es namensscharf dann ab. So wie jeder gearbeitet hat. Herr Stumpf, man muss gleich erklären, diese Anzeige, vorhin hat es ja Frau Bender versucht deutlich zu machen, diese Anzeige ist nichts anderes als, ich sage jetzt mal, eine, wenn die dann bewilligt wird, dem Grunde nach Bewilligung, für, dass man überhaupt Kurzarbeit angemeldet hat. Die Abrechnung, die bezieht sich immer auf die absoluten Tatsachen, die den Monat über waren. Also nur weil man in der Anzeige etwas geschrieben hat, heißt es nicht, dass das jetzt für 12 Monate gültig ist, sondern die Anzeige gibt praktisch nur dem Grunde nach die Bewilligung aus, dass man Kurzarbeit hat. Die monatliche Abrechnung, die steht, darum wird es ja im Nachhinein gemacht, die steht den tatsächlichen Umstand an. Okay, und die ist in der Regel auch nicht so kompliziert, weil der Steuerberater dann ein Programm hat und helfen kann. Weil es ja immer rückwirkend ist, deswegen können Sie Abrechnung nur rückwirkend machen, dann kennen Sie ja die tatsächlichen Verhältnisse. Kommen wir jetzt noch zu einem spannenden Punkt, denn unter uns sind nicht nur viele Mittelständler, die bisher noch nie Kurzarbeit angemeldet haben. Manche haben auch keine Betriebsvereinbarungen, haben ganz normale Verträge. Und wenn in meinem Mitarbeitervertrag Kurzarbeit nicht erwähnt ist, muss ich doch eigentlich jeden Mitarbeiter fragen, ob er überhaupt mit einverstanden ist. Das ist richtig. Was mache ich da? Richtig. Wenn eine Firma einen Betriebsrat hat, dann trifft sie eine Betriebsvereinbarung, die letzten Endes ja dann alle Mitarbeiter der Firma mit umfasst. Hat sie keinen Betriebsrat, dann ist es tatsächlich erforderlich, mit jedem einzelnen Mitarbeiter eine Vereinbarung zu schließen. Die kann in sehr kurzer Form auf einer Seite passieren, aber wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter das unterschreibt, dass er einverstanden ist mit der Kurzarbeit. Denn Kurzarbeit kann nur im Einvernehmen eingeführt werden. Mehr muss da nicht draufstehen.
Ich mache Mustermann, Mitarbeiter der Firma XY, bin einverstanden, dass der Betrieb Kurzarbeit anmeldet. Da braucht man kein Formular. Das ist wichtig, das ist für Sie auch wichtig, auch wenn es hinterher zu irgendwelchen Komplikationen geben könnte, dass ein Mitarbeiter das Gehalt einklagen möchte. Damit klar ist, er hat der Kurzarbeit zugestimmt und bekommt deswegen auch nur den Entgeltausfall, also das Entgelt in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Das ist arbeitsrechtlich wichtig. Gut, haben Sie etwas, Sie haben so ein bisschen was zu gesagt, aber ich möchte die Frage nochmal direkt stellen. Können Sie überhaupt was sagen zum Rahmen, wie lange das dauert und bis Geld ausgezahlt wird? Das ist im Moment wahrscheinlich schwierig. Im Zweifelsfall Abschlagzahlung bitten. Also das ist wirklich, ja, wenn es wirklich zu schlimmen Liquiditätsengpässen kommt, dann kontaktieren Sie uns bitte. Ich kann Ihnen, es wäre nicht seriös jetzt zu sagen, wann wir die Anzeigen tatsächlich alle bearbeitet haben. Wir müssen jetzt einmal durch die Erstanzeigen durch, die ja natürlich etwas aufwendiger sind, weil wir jetzt bei jedem Betrieb einzeln schauen müssen, sind die Voraussetzungen erfüllt. Und da können Sie sich vorstellen, im Zuge der letzten 3 Wochen, was da wohl bei uns passiert sein mag. Das sind Antragszahlen, die hat niemand von uns je gesehen. Das muss man einfach so fair sagen. Und wir kämpfen, dass wir das schaffen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie lange das dauert. Wir werden jetzt sicherlich einen Moment brauchen. Und wenn wir aber diese Erstbewilligungen tatsächlich dann vollzogen haben, dann geht es schneller und einfacher. Weil das Antragsverfahren, die Abrechnung, insbesondere wenn ein Steuerberater uns die Abrechnung einreicht und das plausibel ist, dann geht die Auszahlung, der Vorgang der Auszahlung geht recht schnell. Der ist leichter zu bearbeiten. Also die erste Herausforderung, die wir jetzt wirklich zu stemmen haben, sind diese Anzeigen zu bearbeiten. Danach geht es schneller. Herr Stumpf, Sie können das ein bisschen vergleichen mit so Online- oder beziehungsweise mit so Netzproblemen. Jetzt müssen wir erstmal durch eine etwas schmalere Tür. Und wenn wir da durch sind, danach geht es relativ zügig. Da ist das Personal sehr schnell aufgeschult. Wir haben deswegen auch das heute als Videokonferenz gemacht, dass wir Sie beide sehen, ja, und dass unsere Mittelständler, die ja manchmal kritisch eingestellt sind gegenüber Behörden, zu Ihnen ein volles Vertrauen entwickeln können. Und ich glaube, das ist uns auch schon gelungen durch den persönlichen Eindruck. Die Probleme, die Sie haben, das können wir nachvollziehen. Das sind ja durchaus unternehmerische Themen, die wir auch manchmal erleben. Und das ist wichtig, dass Sie Ihr Bestes geben und dass wir da an einem Strang ziehen. Also vielleicht ein Angebot, um die kritische Haltung Behörden gegenüber abzumildern, auf jeden Fall, was die Bundesagentur für Arbeit betrifft. Mich können Arbeitgeber aus meinem Bezirk alle persönlich anrufen, wenn es wirklich zu kritischen Situationen kommt. Also das ist doch schon mal... Wir waren in der Lage, auf schnellem Weg irgendetwas zu lösen, dass das funktioniert. Und ich möchte Ihnen vielleicht auch noch etwas sagen, weil das Bild in der Öffentlichkeit von Behörden ist ja immer so ein bestimmtes. Ich bin sehr stolz, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Wochen geleistet haben. Auch die, die ich zum Beispiel vom Herrn Pawlowski, aber auch von den anderen Einheiten bekommen habe. Die Solidarität untereinander ist riesig. Es wird lange gearbeitet. Wir fangen früh an, wir hören spät auf, wir organisieren uns wie die Ameisen, dass das alles klappt. Ich habe Rentner bekommen, also mich haben Rentner bei der Post angesprochen, die mich kennen, die bei uns gearbeitet haben und die gesagt haben, ich würde Ihnen wahnsinnig gerne wieder helfen in dieser Situation. Am Samstag habe ich einen Kollegen getroffen, der hat gestern angefangen. Wir haben Jurastudenten, Juristen, die wir jetzt kurzfristig eingestellt haben. Und wir haben auch intern in den Reihen, können Sie sicher sein, jedem der Mitarbeiter, die jetzt helfen, ist bewusst, was das für eine besondere Situation ist und dass wir auch da wirklich eine riesige Verantwortung haben. Genauso wie immer in der Öffentlichkeit gesprochen wird über die vielen Helden des Alltags, sehen wir uns da in derselben Reihe. Also ich sag's mal, natürlich ist es gut, dass die medizinische Versorgung bei uns so gut aufgestellt ist und dass die Supermärkte auch noch funktionieren. Aber damit man im Supermarkt bezahlen kann, ist uns schon bewusst, muss man erstmal die Schleife jetzt über uns drehen, damit wir das Geld auch dafür zur Verfügung stellen. Das weiß jeder, der bei uns arbeitet. Und jeder stellt sich darauf ein. Da können Sie wirklich sich drauf verlassen. Also das war jetzt mal der berechtigte Werbeblock für die Arbeitsagentur. Wenn Sie mich sehen, da gibt es sogar noch ein bisschen Applaus. Und ich verspreche Ihnen, dass wir das nicht rausschneiden. Okay. Aber jetzt habe ich noch eine wichtige Frage. Wer ist denn ausgeschlossen
von Kurzarbeit? Ausgeschlossen sind diejenigen, die keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben. Also Solo-Selbstständige oder Selbstständige, die keine Beiträge abgeführt haben, denn Kurzarbeit ist ja eine Beitragsleistung. Die können leider keine Kurzarbeit bekommen. Und ausgenommen sind auch Personengruppen wie Praktikanten, Auszubildende, Studierende. Die zählen zwar bei der Anzahl der Mitglieder im Betrieb, zählen die mit, die können aber selbst leider kein Kurzarbeitergeld bekommen. Die sind tatsächlich ausgenommen. Okay, das ist ein wichtiger Aspekt. Was passiert dann im Zweifelsfall mit den Auszubildenden? Die bekommen ja erstmal, es gibt eine Bestimmung, die kriegen ja erstmal das weiter. Die haben einen Anspruch auf Fortzahlung ihrer Ausbildungsvergütung für 6 Wochen, meine ich. Also auf jeden Fall besteht da ein Anspruch, dass sie weiter die Ausbildungsvergütung bekommen. Da gibt es eine Verordnung. Okay. Wie sieht das mit Leiharbeitnehmer aus? Leiharbeitnehmer, da kann die Zeitarbeitsfirma kann jetzt auch Kurzarbeit beantragen für die Leiharbeitnehmer. Das ist jetzt tatsächlich in dem neuen Paket ab 1. März drin, dass diese Personen jetzt auch tatsächlich Kurzarbeitergeld bekommen können. Das war bisher ausgeschlossen. Also die sind sozusagen jetzt mitgeschützt und können das auch bekommen. Gut. Dann noch weitere Fragen aus dem Teilnehmerkreis. Wie sieht es aus? Entschuldigung, Herr Stumpf, vielleicht auch noch ein Hinweis, der mir recht wichtig ist, weil wir betreuen mittelständische Unternehmen und Großbetriebe, aber auch halt eben diese Solo-Selbstständigen. Ja, da wäre es mir nochmal ganz wichtig, ja, die können kein Kurzarbeitergeld beziehen, aber denen müsste man dann auch den Hinweis geben, dass sie, je nachdem, wie die Situation für sie ist, durchaus Leistungen zum Lebensunterhalt über unsere Jobcenter beantragen können. Mhm. Diesen Part decken wir ja auch noch ab. Ja, wir zahlen Arbeitslosengeld im Versicherungsbereich, wir zahlen aber auch Leistungen der Grundsicherung zum Lebensunterhalt. Und ein Solokünstler, ich sage jetzt mal, ein Straßenmusikant, ein Musiker, der vielleicht Gitarrenunterricht gibt und jetzt auch nichts mehr machen kann, dem besteht aber die Möglichkeit, Leistungen zum Lebensunterhalt bei seinem Jobcenter zu beantragen. Okay, dann haben wir eine Frage. Wie sieht es aus, wenn ein Mitarbeiter die Kurzarbeitergeld-Einzelregelung unterschrieben hat und dann seine Kündigung mit Vorlauf von 6 Monaten abgibt, muss dann das volle Gehalt oder nur das Kurzarbeitergeld gezahlt werden? Nur das Kurzarbeitergeld. Also es ist schon, wenn ich es richtig verstanden habe, jemand, der in der Kurzarbeit jetzt ist, der kündigt. Ja. Der hat ja eine Kündigungsfrist. Und während dieser Zeit, während der Kündigungsfrist, ist der ja noch ganz normal Arbeitnehmer. Und wenn er dann weiter in der Kurzarbeit ist, dann kriegt er selbstverständlich auch das Kurzarbeitergeld während dieser Zeit, solange er im Betrieb ist. Frage damit beantwortet? Mikrofon anschalten, wenn jemand. So, dann haben wir noch eine Frage, wenn ich den Nettoausfall auf 90-100% auffüllen möchte, habe ich etwas dabei, aus Kurzarbeitergeld zu beachten? Wenn Sie von sich aus das aufstocken wollen, dann können Sie das natürlich tun. Das wäre jetzt für uns nicht zu beachten. Sie rechnen mit uns das Kurzarbeitergeld ab und wir zahlen das aus. Wenn Sie von sich aus Möglichkeiten haben oder sehen, das aufzustocken, wäre das bei uns, würde das keine Rolle spielen. Okay, dann folgende Frage. Jede Behörde, mit der ich jemals zu tun hatte, war und ist immer kommunikationsbereit und die Mitarbeiter haben immer, das ist gar keine Frage, Moment, und die Mitarbeiter haben immer ihr Bestes gegeben, meine Anfrage zu lösen. Da ist es einfach nur sehr wichtig, das Problem sachlich anzusprechen. Anfragen hilft meistens sehr. Also das ist mehr so ein Lob. Ich hoffe, dass er mit Behörden auch die Arbeitsagentur gemeint hat. Prima. Die andere Frage war auch beantwortet. Was ist im Krankheitsfall bei Kurzarbeit? Also, da ist es so, wenn jemand vor der Krankheit, also vor der Kurzarbeit krank wird, dann erfolgt die Zahlung durch die Krankenkasse, aber in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Und wenn jemand während der Kurzarbeit krank wird, dann kann er Kurzarbeitergeld bekommen für die Zeit, für die er fiktiv ja in der Kurzarbeit wäre. Was, glaube ich, wichtig ist zu wissen, jemand, der sich krank meldet vor oder während der Kurzarbeit,
wird nicht besser gestellt, dass er dann sozusagen das volle Gehalt weiterbekommt, sondern er wird dann tatsächlich entweder von der Krankenkasse oder über die Kurzarbeit die Höhe des Kurzarbeitergeldes bekommen. Okay, das ist auch verstanden. Im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld fällt ab und zu das Stichwort Progressionsvorbehalt. Ja. Was ist damit gemeint? Damit ist ja gemeint, also grundsätzlich ist ja auf das Kurzarbeitergeld werden ja keine Steuern, keine Abgaben gezahlt. Aber die Kurzarbeit ist in der Steuererklärung anzugeben. Und dann kann es sein, dass über das Jahr gesehen, je nachdem, wie lange die Kurzarbeit ging, dass dann das Finanzamt macht ja so einen Jahresausgleich. Und dann kann es sein, dass es doch zu einer Steuernachzahlung kommt, je nachdem, wie das übrige Jahr gelaufen ist. Das versteht man unter diesem Progressionsvorbehalt. Weil die Leistung an sich, Kurzarbeitergeld, darauf zahlen sie keine Abgaben und auch keine Steuern, also zahlen sie keine Steuern. Aber es ist eben die Verpflichtung gemeint, ist dann tatsächlich in der Steuererklärung anzugeben. Es wird ja auch danach gefragt, haben Sie Kurzarbeitergeld bezogen? Das ist ja in den Formularen drin. Und dann rechnet das Finanzamt aus, ob es insgesamt aufs Jahr gesehen, wie sich das auswirken kann auf die Steuern, die zu zahlen sind. Das kann passieren. Okay, danke schön. Dann komme ich jetzt zu den Vorabfragen aus dem Teilnehmerkreis. Und zur Frage von Herrn Warenburg von der HPC, der fragt nach der Relevanz von Provisionen bei Berechnung von Kurzarbeitergeld. Also Provisionen können nur dann bei der Zahlung von Kurzarbeitergeld berücksichtigt werden, wenn sie sozialversicherungspflichtig gewesen sind. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch Provisionen, da werden keine sozialversicherungspflichtigen Beiträge gezahlt. Schwierig ist bei den Provisionen, dass sie oft schwanken. Deswegen macht man es so, dass man die letzten 3 Monate vor dem Kurzarbeitergeld zugrunde legt und daraus sozusagen einen Schnitt errechnet und daraus ergibt sich dann das Kurzarbeitergeld. Okay, das muss man dann so lösen. Es ist allerdings eine Jahresprovision, die monatlich in Abschlagszahlungen gezahlt wird. Spielt das eine Rolle, dass es eine Jahresprovision ist eigentlich? Nein, wenn das monatlich gezahlt wird, dann würden wir ja sozusagen, dann hätten wir ja schon den Durchschnitt für die Berechnung. Dann würden wir, wenn wir die letzten 3 Monate zugrunde legen, dann sind es diese 3 Abschläge, die Sie zahlen, die wir dann berücksichtigen. Okay, danke. Dann hat Herr Bier von der Orpegen eine Frage gestellt. Da geht es um verlorener Zuschuss und Kurzarbeitergeld. Die Frage ist nicht ganz deutlich formuliert. Sind Sie da und können Sie sie direkt stellen? Mikrofon einschalten. Ich glaube, der Herr Bier ist da. Ich habe ihn vorhin gesehen. Herr Bier? Dann komme ich zur nächsten Frage von Herrn Knee, Volksbank Neckartal. Was passiert, wenn Mitarbeiter in der Kurzarbeit mehr als 50% arbeiten müssen? Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also über die Lage und Verteilung entscheidet der Arbeitgeber ja selbst. Es kann durchaus sein, dass sie Kurzarbeit beantragt haben und dass sich dann kurzfristig doch etwas ergibt, wo jemand wieder arbeiten kann, wieder eingesetzt werden kann. Ein Auftrag, der doch passiert oder eine andere Möglichkeit, das können Sie jederzeit auch anpassen. Und Sie können natürlich auch, wenn Sie jetzt Kurzarbeit beantragen und stellen dann fest, irgendwann wird das Ganze ja vorbei sein und Sie können Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Sie können jederzeit uns dann anzeigen, dass die Kurzarbeit beendet wird. Bin mir aber nicht sicher, ob ich die Frage so richtig verstanden habe. Herr Knee? Ja, vielleicht hat er sein Mikro nicht an. Kommen wir zur nächsten Frage bezüglich. Aber auch hier, Herr Stumpf, immer dasselbe, um das klarzustellen. Das wird deshalb im Nachhinein gemacht, um genau diesen Monat exakt abzubilden. So wie der Monat gelaufen ist, taggenau, so stellen Sie das dann in der Abrechnung dar.
Ob du Mitarbeiter wieder mehr, wieder weniger, doch kürzer, doch länger, darum wird es im Nachhinein gemacht, um einfach diesen Monat komplett abzubilden. Und wenn die 50% arbeiten und dann wieder 2 Tage 100% und dann wieder 4 Tage nur 25%, wenn das so wäre, dann wird es eben in diesem Antrag, in diesem Abrechnungsformular genau taggenau so dargestellt. Und so wird auch abgerechnet. Das heißt, ich beantrage jetzt erstmal und habe dann eine gewisse Prognose, muss eine Mindestgeschichte sein, auf 10% jetzt festgelegt, leichter. Und dann ist wichtig, dass das rechtzeitig eingereicht wird. Und dann rechne ich ab, das, was war. Immer im Nachhinein, die Anzeige ist nur dem Grunde nach, dass Sie anzeigen, ich möchte Kurzarbeitergeld beantragen. Und dann kriegen Sie einen Bescheid, in dem Sie dem Grunde nach sagt, kriege, ja, das ist bei uns eingegangen, Sie können kurz arbeiten. Dann arbeiten Sie kurz und das rechnen Sie ab wie im Lohnbüro. Ganz genau, was derjenige wie viel im Monat gearbeitet hat. Und wichtig ist auch, die Logik dahinter ist ja, wir schränken Sie durch die Kurzarbeit ja nicht in Ihrem unternehmerischen Tun ein. Also wenn Sie feststellen, oh, jetzt ergibt sich doch eine Möglichkeit, ein Auftrag, der sich spontan ergibt, da müssen Sie die Behörde ja nicht fragen. Sie machen das einfach und dann rechnen Sie etwas weniger ab. Also Sie bleiben da autark, auch während der Kurzarbeit. Und im besten Fall ergibt sich ja was Gutes, dass Sie gleich wieder voll arbeiten können. Das wäre der beste Fall. Also Sie bleiben da völlig flexibel, wenn Sie die Grundvoraussetzung haben, aber es ergibt sich über den Monat etwas anderes, dann können Sie da frei agieren. Und bei der Abrechnung, die Sie mit uns dann haben, geben Sie das an und im Idealfall, wenn Sie sogar wieder voll arbeiten können, dann teilen Sie uns mit, die Kurzarbeit ist beendet, rechnen die Zeiträume, die Sie hatten, ab und dann ist es auch gut. Also Sie bleiben da frei. Sie können ja von einem Arbeitgeber oder von einem Betrieb nicht erwarten, dass der eine Woche, einen Monat, ein Vierteljahr in die Zukunft schaut, was da an Anträge kommt. Wenn Sie die Anzeige stellen, sagen Sie, bei mir ist Corona-Problematik da, ich muss meinen Betrieb begrenzen mit den Aufträgen. Und dann fangen Sie an mit Kurzarbeit und Mitte des Monats kommt auf einmal ein Schreiben, wir brauchen Sie ganz dringend, weil Sie irgendein etwas für uns herstellen sollen. Dann fangen Sie automatisch auch diesen Auftrag abzuarbeiten, unabhängig davon, dass Sie Kurzarbeitergeld beantragt haben. Okay. Frage, bis zu welcher Höhe des Netto-Bruttogehalts übernimmt die Bundesagentur für Arbeit über das Kurzarbeitergeld? Das ist quasi die Beitragsbemessungsgrenze. Das ist bis zur Beitragsbemessungsgrenze, so wie Sie ja auch in der Versicherungsleistung die Abgaben anhand dieser Beitragsbemessungsgrenze das festmachen, so ist es auch bei der Kurzarbeit. Ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Dann hat Herr Schulze noch eine Frage. Gibt es Besonderheiten bei Langzeiterkrankten und muss man etwas beachten bei Personen im Mutterschutz? Da gebe ich zu, bin ich jetzt im Detail überfragt. Das müsste ich tatsächlich auch nachschauen. Das können wir nachliefern. Also das können wir gerne nachliefern. Das schreibe ich mir gerne auf und das können wir nachliefern. Also Langzeiterkrankung und Mutterschutz. Ja. So, dann haben wir noch mal eine Frage. Was ist mit der Berücksichtigung von Branchenzuschlägen? Gibt es da auch einen 3-Monats-Rückblick? Was passiert, wenn Mitarbeiter wegen der Pause nach der Überlassungshöchstdauer? Ich schalte mich jetzt einfach mal ein, Herr Stumpf. Ja. War das im Chat ein bisschen schwierig. Also zu meinem Leidwesen muss ich meine Projektmanager im operativen Geschäft als Personaldienstleister sozusagen übergeben. Also wir sind die Personal-Leasing-Firma dafür geworden. Ja. Aber das ist jetzt mal wieder ein anderes Thema. Nur habe ich da das Problem, dass die Leute dann Branchenzuschläge bekommen. Und wie würde denn da, das ist schon kompliziert genug, weil sich das ja auch dauernd ändert, wie würde denn da eine Berechnung gehen? Gehe ich in einen 3-Monats-Rückblick? Das ist also der eine Part. Und der andere Part ist, wenn mir jetzt ein Mitarbeiter in diese einsatzlose Zeit fällt. Was mache ich denn damit mit der Berechnung? Ist das das Grundgehalt, was er dann kriegt als Basis? Leider ist es so, dass ich die Frage heute nicht beantworten kann, weil sie noch nicht feststeht.
Wir haben ja jetzt tatsächlich die erleichterten Voraussetzungen auf Kurzarbeitergeld bekommen. Und da ist auch drin das Paket, dass die Leiharbeitnehmer das bekommen können. Ja. Es wird, und bis heute liegt es noch nicht vor, dazu eine Verordnung geben, eine Verordnungsermächtigung nennt man das. Das ist dann jetzt sozusagen über die Änderung, die die Regierung entschieden hat, die dem Grunde nach, da stehen die großen Flöcke stehen fest, die ich Ihnen erzählt habe, die 10%, es wird die Sozialversicherung voll übernommen, also die großen Straßen sind festgelegt, damit die Behörde dann aber diese Detailfragen auch tatsächlich umsetzen kann, kriegen wir eine Verordnung. Und diese Rechtsverordnung, die liegt noch nicht vor. Das heißt, dass wir immer noch darauf warten, das wird aber die nächsten Tage kommen, dass wir vom Bundesministerium dann eine Rechtsverordnung bekommen. Und weil ja gerade diese Frage der Leiharbeit neu ist, gibt es dazu bisher auch keine Regelung. Weil diese Branchenzuschläge, das betrifft natürlich jetzt die Leiharbeit. Das heißt, da muss ich tatsächlich warten, bis wir diese Rechtsverordnung haben, damit wir schauen können, was steht denn da drin und wie können wir das für Sie berechnen. Da muss ich Sie leider noch ein paar Tage vertrösten, bis wir das beantworten können. Ja, alles gut. Aber es ist sozusagen auf der To-Do-Liste. Das ist auf der To-Do-Liste. Das werden wir in den nächsten Tagen beantworten können, heute leider noch nicht. Also es ist für uns jetzt, sieht es im Moment noch sehr gut aus. Wir werden das im März nicht beantragen müssen. Also von unserer Seite her haben wir wirklich noch High Noon in den Projekten, darüber bin ich sehr, sehr froh, aber ich muss mich natürlich darauf einstellen und wissen, wie ich das zur Hand haben will, wenn, weil die Mitarbeiter fragen da auch nach, was heißt denn das für mich, ja, was bleibt mir am Ende übrig? Also Frau Dr. Börsch, jetzt mal eine optimistische Schätzung, für den April bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das haben. Ja, das wird ja wahrscheinlich nächste Woche eintreffen. Das ist aber ein ganz normaler Prozess, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir kriegen in der Regel immer zu Gesetzestexten, die sehr komplex sind, halt eben nochmal Durchführungsanweisungen. Die sind in diesen Verordnungen einfach geregelt, was ist in den jeweiligen Einzelfällen dort auch zu tun. Und ich schlage Folgendes vor, dass wir solche Fragen, die so ein bisschen außer der Reihe sind, können Sie uns gerne mailen. Wir sammeln das, leiten das dann gezielt weiter und gucken, dass wir es beantworten. Genau. Wenn Sie noch gute Projektmanager brauchen, können Sie uns gerne anrufen. Da könnte ich jetzt glatt schmunzeln. Ja. Ich habe da gerade so ein Projekt. Die Arbeitsagentur zahlt gut, habe ich gehört. Ja. Herr Pawlowski, wenn ich richtig informiert bin, müssen Sie um 12 Uhr gehen. Ja, ich habe den nächsten Folgetermin, ja. Aber nicht Frau Bender kann weiterhin zur Verfügung stehen. Und Frau Bender ist ja auch die Hauptfigur, die kann am allerbesten alle Fragen von Ihnen beantworten. Dann würde ich Ihnen jetzt einfach mal ein herzliches Dankeschön schon mal geben. Nicht, dass die Leute sich wundern, wenn sie einfach verschwinden. Sie stehen sozusagen weiter zu unserer Verfügung, haben aber Verpflichtungen. Dankeschön an Sie. Und dann die nächste Frage von der Frau Rechkämmer. Müssen auf. Eine Bitte. Bitte, liebe Arbeitgeber, wir brauchen Sie auch wieder nach dieser Krise. Darum mein Angebot steht, also für jetzt meinen Bezirk, wenn es etwas gibt, wo Sie Probleme haben, wo Sie sagen, es wird einfach jetzt wirklich schwierig. Rufen Sie uns an, kommen Sie mit uns ins Gespräch und wir versuchen wirklich mit allen Kräften, Ihnen zu helfen in dieser schwierigen Situation. Wir lassen Sie da definitiv nicht im Regen stehen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Jetzt habe ich doch noch eine Frage an Sie, außerhalb von Kurzarbeitergeld. Vielleicht können Sie da stichwortartig noch ein bisschen was zu sagen. Wenn wir jetzt wieder in Situationen kommen, dass Kurzarbeit nicht mehr notwendig ist und die Leute merken, wie gut es die Unternehmer merken, wie gut es ist, die Mitarbeiter zu halten, unter anderem auch mit Weiterbildung, Fortbildung, beziehungsweise Möglichkeit, neue Leute dazu zu holen und zu fördern, Gleichbehandlungsgesetz. Können Sie da 2, 3 Sätze zu sagen? Also, wir haben alle Mitarbeiter an Bord, alle Arbeitsvermittler, alle Berufsberater, wir haben alles an Bord. Die machen halt jetzt nur Krisenarbeit, sage ich jetzt mal, aber sobald es wieder besser wird und ich sage jetzt mal die Themen wie Kurzarbeitergeld und das ist ja nicht jetzt Arbeitslosengeld, das sind die Themen, die jetzt halt eben die Menschen mehr berühren und auch mehr bewegen.
Aber wir sind in der Lage, ich sage jetzt mal in aller kürzester Zeit, wieder ganz normal in den normalen Vermittlungsmodus, in den ganz normalen Arbeitsmodus einer Agentur überzuschwenken. Wir haben zum Glück tolle Regelungen auch über das BMAS und über die Bundesregierung erhalten. Ich kann Ihnen auch sagen, dass wir einen ganz großen Teil, ich sage es jetzt, von unseren Bildungsträgern an Bord haben und behalten werden. Wir werden relativ zügig nach dieser Krise auch wieder in der Lage sein, in den normalen Modus überzugehen. Das heißt, wir werden berufliche Bildung anbieten können. Es gibt jetzt Bildungsträger, die machen das virtuell, denn die dürfen ja auch keine Klassen mehr beschulen. Auch die müssen hier jetzt schließen bzw. ihre Aufgabe anders wahrnehmen. Aber wir halten die bei uns an der Stange. Da gibt es Möglichkeiten, die wir nutzen können. Das heißt, wenn die Krise vorüber ist, dann werden wir sehr schnell wieder in den ganz normalen Modus einer erfolgreichen Arbeitsagentur wechseln können. Und dann auch wieder hoffentlich mit allen unseren Arbeitgeberkunden dann auch wieder ins Vermittlungsgeschäft kommen. Also, das war noch eine wichtige Anmerkung. Ein herzliches Dankeschön von uns allen an Sie und eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, ebenfalls. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich diese eine Frage mit den aufgelaufenen Überstunden schon gestellt habe. Müssen aufgelaufene Überstunden genommen werden, bevor ein Kurzarbeiterantrag gestellt werden kann? Es gibt keine Gleitzeitregelung, Betriebsvereinbarung zu Überstunden. Nein, also im Moment müssen ja keine Minusstunden eingebracht werden. Bei den Überstunden, da müssten wir dann im Detail nochmal schauen, aber in der Regel ist das nicht so relevant. Gut. Jetzt hat der Herr Grönewegen noch eine Frage. Kann Kurzarbeit beantragt werden, auch wenn es der Firma wirtschaftlich noch nicht schlecht geht? Ja, entscheidend ist ja der Arbeitsausfall. Also wenn Sie einen Arbeitsausfall haben und da über diese Grenzen kommen, können Sie Kurzarbeit beantragen. Ob Sie jetzt wirtschaftlich, ob Sie gut dastehen oder weniger gut dastehen, das berücksichtigt das Kurzarbeitergeld ja nicht. Also es kommt vor allem auf den Arbeitsausfall an. Die Wirtschaftlichkeit, wie die Liquidität der Firma ist, hat keinen direkten Zusammenhang zum Kurzarbeitergeld. Es ist eine Versicherungsleistung und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann steht Ihnen die zu. Das heißt, wir haben ja diese 10%. Das heißt, ja. Wenn ich eine Firma habe mit 10 Mitarbeitern und das läuft im Prinzip gut, nur eins oder zwei sind nicht voll ausgelastet, da kann es der Firma gut gehen. Ich kann aber trotzdem zwei in Kurzarbeit schicken, gegebenenfalls auch nicht zu 100%. Sie müssen nicht erst wirklich bis kurz vor der Pleite warten, bevor Sie Kurzarbeitergeld beantragen, das mal deutlich zu sagen. Also das ist eine Versicherungsleistung, das ist eine Pflichtleistung. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann wird es gewährt. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass es manche Leistungen gibt jetzt in der Situation, die tatsächlich auch nur dann gezahlt werden können, wenn die Firma in einer gewissen Situation ist. Deswegen richtig mal hier festgehalten, das gilt nicht für das Kurzarbeitergeld. Genau. So, gibt es noch weitere Fragen? Könnte das Gehalt trotz Kurzarbeitergeld auf 100% aufgestockt werden? Oder gibt es eine Maximalgrenze? Wenn der Betrieb das aufstockt, steht Ihnen das frei. Also wir können natürlich nur von dem normalen, das Kurzarbeitergeld, das sind 60% bzw. 67% vom Nettolohn zahlen. Wenn Sie Möglichkeiten haben, aufzustocken, können Sie das natürlich tun. Das wäre von uns unabhängig. Ja, der Grund könnte... Herr Schulze, wollen Sie selbst dazu etwas sagen? Mikrofon freischalten. Ja. Hallo, Florian Schulze, ja. Aubex GmbH. Genau, also ich habe da nur verschiedene Regelungen schon gelesen, dass man es irgendwie sagt, wäre nur 80% möglich. Hintergrund ist einfach, es gibt ja auch immer wieder Fachkräfte, die dann auch trotz wahrscheinlich einer Krise und die Möglichkeit haben, abzuwandern, und das würde man dann gegebenenfalls mit einer entsprechenden Aufstockung da dem entgegenwirken. Das ist der Hintergrund. Auch wenn derzeit bei uns keine Arbeit für diese
Personen da ist oder nur begrenzt, würde die Gefahr bestehen, dass diese dann aufgrund der Kurzarbeit den Job wechseln würden, weil sie eben das nicht hinnehmen wollten. Daher nur die Frage, ob das dann umgesetzt wird, ist natürlich auch ein Liquiditätsthema. Also für uns ist ja maßgeblich das Gehalt, das jemand bezogen hat, und danach wird dann das Kurzarbeitergeld berechnet. Und wenn Sie Möglichkeiten haben, etwas aufzustocken oder jemandem etwas zu zahlen, das ist Ihre unternehmerische Entscheidung. Perfekt, vielen Dank. Dankeschön. Dann wollte jemand wissen, ob es noch weitere Anlaufstellen neben der Bundesagentur gibt bei Fragen zur Kurzarbeit. Also bei der Gewährung von Kurzarbeit haben wir ein Monopol in Deutschland. Und die Kammern sind auch hier, die kennt sich mit diesem Instrument auch recht gut aus. Aber vor allem die Kammern werden, die IHK und die Handwerkskammern werden sich jetzt hier auch konzentrieren, dass sie diese Zuschüsse, diese Sofortzuschüsse, die es jetzt gibt, auszahlen. Das ist nochmal ganz gut zu wissen, jemand kann ja, die Leistungen schließen sich nicht gegenseitig aus, da besteht keine Konkurrenz. Das heißt, ein kleineres Unternehmen kann ja jetzt durchaus Kurzarbeit beantragen, wenn Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, und kann eventuell auch diese Soforthilfen von den Kammern bekommen. Was die reine Kurzarbeit angeht, sind wir tatsächlich die Monopolisten, die es ja dann auch auszahlen. Das macht auch Sinn. Auch wenn es bei uns jetzt gerade eng ist, sich mit uns in Verbindung zu setzen, weil wir ja auch diejenigen sind, die beraten und die Sie dann auch fahren. Okay. Das war ein interner Witz. Ja. gibt es aus dem Publikum noch Fragen? So. Dann wäre es vielleicht jetzt zum Schluss noch mal gut, die allerwichtigsten Punkte zusammenzufassen. Zum einen haben wir eine gewisse zeitliche Frist. Wer im April für den April Kurzarbeitergeld haben möchte, muss es jetzt beantragen im März. Nein, im Grunde, wenn Sie für den März schon Kurzarbeitergeld haben wollen, beantragen Sie es jetzt bis zum 31.03. So rum. Ja, also wer jetzt schon in Kurzarbeit ist, und das werden einige sein durch die Situation, können Sie es noch beantragen bis 31.03. und dann wird es Ihnen auch rückwirkend gewährt. Da fragt jetzt jemand, Antrag per Post oder per Fax, aber eigentlich geht das auch online. Geht alles. Es geht online, es geht per Fax, es geht in den Briefkasten. Das wählen Sie selbst, wie es für Sie am besten passt. Das ist der eine wichtige Punkt. Zweitens, es wird immer das abgerechnet, was tatsächlich gelaufen ist. Genau. Dritter Punkt, es gibt ein paar Ausnahmen, da hatten Sie drüber gesprochen, auszubildende Praktikanten, Leiharbeiter etc. Was ist noch zu beachten? Leiharbeiter können Kurzarbeitergeld bekommen, Praktikanten und Azubis leider nicht. Okay. Und dann gibt es noch so ein paar Einzelausnahmen, die wir dann jeweils individuell behandeln müssen. Mhm. So. Ich sehe jetzt von der Teilnehmerseite keine Fragen mehr. Möchten Sie noch etwas ergänzen, Frau Bender? Also wir stehen natürlich auch für weitere Fragen zur Verfügung. Sie können immer die Hotline anrufen und haben dann auch einen Ansprechpartner am Telefon, der Ihnen weiterhilft oder der sich darum kümmert, dass Ihnen weitergeholfen wird und Sie einen Rückruf kriegen. Das können Sie nutzen. Bitte haben Sie in den nächsten Tagen ein bisschen Geduld, dass es jetzt mit den Anzeigen noch dauern wird. Wir werden tatsächlich ein paar Tage brauchen, das jetzt zu bewilligen. Und vertrauen Sie darauf, wenn Sie es uns abgegeben haben, dass es dann noch tatsächlich da ist. Dass Sie dann noch nicht sofort eine Antwort hatten, liegt daran, dass wir einfach sehr viel haben. Wir haben manchmal gemerkt, dass einige jetzt 2 bis 3 Mal ihre Anzeige abgegeben haben, wahrscheinlich aus Unsicherheit, ob es wirklich angekommen ist. Die Anzeigen kommen an, wenn Sie es online eingereicht haben und Ihnen das System sagt, dass Sie es abgeschlossen haben, dann ist es bei uns. Wenn Sie es in den Briefkasten geworfen haben, kommt es auch bei uns an. Also Sie müssen es nicht 2 bis 3 Mal anzeigen, weil das für uns auch dann ja heißt, wir nehmen den Vorgang mehrfach in die Hand. Vertrauen Sie darauf, dass es da ist.
und wir stehen Ihnen da zur Verfügung und wir werden uns anstrengen, dass wir das hinbekommen. Jetzt habe ich noch eine Frage hier. Gehalt wurde im März vorab bezahlt, seit 16. März Kurzarbeit. Darf ich Kurzarbeit trotzdem theoretisch beantragen? Wenn schon abgerechnet ist und die Kurzarbeit noch nicht angezeigt ist, kann es erst wieder ab dem neuen Zeitraum beantragt werden. Also im Grunde, wenn am 16. schon abgerechnet ist, es kann immer nur rückwirkend. Also wenn die Abrechnung schon passiert ist, kann es erst im nächsten Abrechnungszeitraum beantragt werden. Ja, das sehe ich auch so. So, dann haben wir ganz viele Chatbeiträge, Frau Bender, die voller Begeisterung sind, dass Sie sie kennengelernt haben. Das war eine Spitzenwerbung für die Arbeitsagentur. Rechnen Sie mit vielen Abwerbungsversuchen. Also Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön. Und das war eine sehr informative Veranstaltung. Ich weiß, Sie können das nicht mitlesen, deswegen gebe ich es Ihnen auf diese Art und Weise weiter. Es gibt noch eine Frage. Gibt es eine fiktive Berechnungsvorlage, wie der Aufstockungsanteil bezüglich Steuer- und Sozialversicherungsanteile zu bewerten ist? Bestimmt haben die Steuerberater so etwas. Die haben sowas in der Regel. Okay. Sie haben natürlich auch, Sie kriegen von uns diese, wenn Sie es dann abrechnen, da gibt es natürlich die Anträge, da ist das meiste drin. Und das, was darüber hinausgeht, auch was die Steuer angeht, da sind die Experten, die Steuerberater. Gut, dann aus den vielen tollen, positiven Beiträgen eines herausgegriffen. Ein herzliches Dank an Sie. Sie waren sehr nahbar, ehrlich und kompetent. Dem schließe ich mich an. Ich glaube, wir haben alle profitiert. Das ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Wir haben jetzt alle eine Grundlage bekommen. Der BVMW hat die letzten Jahre schon immer sehr eng mit der Arbeitsagentur gerade in Heidelberg zusammengearbeitet. Das werden wir auch ausbauen. Und auch nach der Krise gibt es da viele Anknüpfungspunkte. Für Sie, liebe Mitglieder und Gäste, Ihnen alles Gute. Wenn Sie Fragen haben, mailen Sie uns am besten. Wir sammeln, manches können wir direkt beantworten. Sie werden regelmäßig bei uns über Newsletter informiert. Die Mitglieder wissen das. Die Gäste können da auch sich an uns wenden. Wir werden auch in nächster Zeit wieder solche Thementalks mit Experten führen. Und wir werden auch einzelne Unternehmer auswählen, mit denen wir ein Interview machen, wie sie die Lage bewältigen. Wichtig für Sie alle, und das herzliche Grüße auch von meiner Kollegin Frau Hilzer, halten Sie den Kopf hoch, denken Sie positiv und gemeinsam werden wir auch diese Krise bewältigen und gestärkt daraus hervorgehen. Ein herzliches Dank an Sie noch einmal. Richten Sie das nochmal an Herrn Pawlowski aus. Und Ihnen allen eine erfolgreiche Restwoche oder Resttag und dann ein erholsames Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir und alles Gute für Sie. Dankeschön.